So, hier bin ich wieder, euer Koch King's Knight mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Osterfestessen à la Koch King's Knight. Einfach, frisch, schnell und lecker. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Mein persönliches Osteressen. Ja, guck ich mal. Ich habe da eine Idee. In der Vorbereitung immer eine Kleinigkeit, etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen. Es gibt euer Krumbeere in euer Topf. Lasst euer Wasser in euer Topf reinfließen. Legt den Schalter von eurem Herd um. Legt euren Topf auf die Herdplatte. Legt nochmal ein weiteres Mal euren Schalter vom Herd um. Legt einen weiteren Topf auf eure Herdplatte. Etwas Rinderbrühe in euren Topf rein. Dann gebt noch etwas von eurer Sahne hinzu. Dann gebt ihr noch etwas Stärke hinzu. Dann gebt noch gemalten Pfeffer in euren Topf. Macht eure Petersilie. Davon gebt ihr dann auch was in euer Topf. Und fertig war meine persönliche Pfeffersoße. Dann schält eure gekochten Grumbeere. Dann schneidet eure Kartoffeln noch in Stücke. Legt den Schalter von eurem Herd um. Gebt eure Pfanne auf die Herdplatte. Gebt etwas von eurem Öl hinzu. Dann gebt ihr eure Kartoffelstücke in die Pfanne. Habt noch eure rote Zwiebel. Verhackte Zwiebeln gebt ihr dann in die Pfanne. Dann braucht ihr noch eine Prise Salz, Pfeffer, Paprikano. Dann noch etwas von eurer frischen Petersilie. Legt eure Schweinelende auf dem Brett flach. Dann schneidet eure Schweinelende in Stücke. Legt ihr eure Schweinelende noch auf beiden Seiten würzen. Den nächsten Schalter von eurem Herd um. Dann gebt eure Grillpfanne auf die Herdplatte. Dann gebt etwas von eurem Öl hinzu. Da gebt eure Schweinelende in die Pfanne. Da lege ich euch das Rezept auf den Tisch flach. Osterfest ist ein aller Hocking King's Night. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Ostermontag und euch allen frohe Ostern. Euch und eurer Familie. Euer Hocking King's Night. Leute, das ist so fantastisch. Dieses Osternfestessen kann man natürlich auch generell essen. Also mega. Macht es nach, kann ich absolut empfehlen.